weil er eine herausragende Persönlichkeit ist. Und wir gucken jetzt auf weitere Nachrichten aus dem Land mit Michael Schießel. Guten Abend. Das Bildungssystem Schleswig-Holsteins ist in einer bundesweiten Vergleichsstudie deutlich abgefallen. Nach dem neuen Bildungsmonitor, der die 16 Bundesländer miteinander vergleicht, belegt das Land jetzt den vorletzten Platz. 2004 hatte Schleswig-Holstein noch auf Rang 6 gelegen. 2010 rutschte es auf den 12. Platz ab. Den aktuell 15. Platz begründen die Experten unter anderem mit dem Ganztagesangebot an Schulen, das verbessert werden müsse. Das Bildungsministerium bezeichnete die Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft als wenig aussagekräftig. Sie basiere vor allem auf alten Daten, hieß es. Ganz neu dagegen war für viele Kinder im Land heute der erste Schultag. 24.000 Erstklässler wurden in diesem Jahr eingeschult. Damit bleibt die Zahl im Vergleich zum Vorjahr konstant. Der Sommer und das Muffeltier. Damit haben die älteren Kinder der Brüder Grimm-Schule in Kronshagen bei Kiel die Schulanfänger heute Morgen willkommen geheißen. Pünktlich um 9 Uhr saßen 61 Erstklässler mit neuen Schulranzen und gut gefüllten Zuckertüten im Saal. Viele von ihnen haben heute zum ersten Mal ein Klassenzimmer gesehen und freuen sich. Weil man da lesen lernt und schreiben. Und ich habe mich nach schicksten Hose angezogen. Nicht alle Grundschulen im Land haben heute ihre Erstklässler eingeschult. Die Schulen können selbst entscheiden, wann es in den ersten 3 Unterrichtstagen des neuen Schuljahres losgeht. Ein Feuer in einem ehemaligen Fabrikgebäude.